Leute, wir sind zurück. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben. Irgendwo hier. Und wir wollten in den im Hain der Crocs. Und hier wollten wir weitermachen. Wir werden das jetzt auch tun. So, einmal basteln wir uns unser Hovercraft zusammen. Und dann geht's weiter. Und dann sind wir fast fertig mit dem Untergrund der Wurzeln. Das ist so geil. Dann haben wir diese langweilige Scheiße hinter uns und können wesentlich mehr kämpfen und Sonanium farmen, damit wir auch gut vorankommen. So, jetzt holen wir uns aber erstmal die Sachen und am Ende werden wir dann hier hochgehen. Uns erwartet hier etwas ganz Cooles, was wir sowieso freischalten müssen. Also, von daher... Arignatum-Wurzel. Los geht's. Okay. So, dann haben wir noch hier, aber vorher. So, das löschen. So, und dann runter und weiter geht's zu diesem blauen Ding da. So, gleich haben wir, wie gesagt, fast alle normalen Wurzeln fertig. Dann gibt es noch zwei, die wir uns so holen müssen. Die werden nicht so einfach. Und dann müssten wir alle haben. Das ist richtig nice. Und dann heißt es nur noch hier im Untergrund kämpfen und Sonanium farmen. Das ist geil. Isinin-Wurzel oder so. So, aktivieren. Sehr geil. Und die letzte Wurzel hier. So, Moment. Erst einmal ranzoomen, damit ich hier das auch richtig markieren kann. So. Aber... Da müssen die Karte dann eh nochmal durchgehen, falls wir eine Wurzel vergessen haben. Aber ich meine, wir haben nichts vergessen. Wie gesagt, hier oben könnten wir noch eine vergessen haben. Da werden wir dann uns gleich noch hin teleportieren. Und hier unten kommen wir eh. Hier waren wir, da war keine Wurzel. Da ist die Wurzel hier. Da kommen wir dann nur auf diesen Weg hin. Da müssten wir theoretisch alle haben. Sehr geil. Aber jetzt lösen wir noch die gelbe Wurzel, damit wir hier weg können. Und dann... Dann wird es endlich wieder cool. Dann brauchen wir jetzt keine Gedanken mehr um Scheißwurzeln machen. Sehr gut. So, das ist die letzte Wurzel da hinten. So, und... Ich muss halt gucken. Ich habe mir Gedanken gemacht. Wenn die nächsten Zelda-Spiele auch so groß werden... Dann muss ich mir zweimal überlegen, ob ich die noch zu 100% machen will. Wie gesagt, bei Tears of the Kingdom und Breath of the Wild werden das nur meine 100%. Wir werden uns nicht mit den Crocsamen abmühen, weil das lohnt sich halt einfach null. Ram-Nu-Cats-Wurzel. Aber wenn Nintendo nochmal sowas macht, ohne dass das größeren Sinn hat, wie jetzt den Untergrund, werde ich mir halt zweimal überlegen, ob wir den dann zu 100% aufdecken oder sowas. Müssen wir halt gucken. So, weil das ist, frisst halt einfach unendlich viel Zeit. Gut, jetzt haben wir hier alle Schreine. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt in der Mitte hoch und dann wird es sehr, sehr spannend werden. Das war richtig gut, Alter. Das war halt echt richtig sauber. So, jetzt müssen wir in die Mitte. Ihr könnt euch denken, was diese Wurzel hier vielleicht sein könnte. So, und jetzt wird es gleich sehr spannend. Und das wird gleich nicht einfach. Mehr sage ich dazu nicht. Das wird schwer gleich. Wir müssten das aber schaffen. So, dann wollen wir mal hoch. Los geht's. Oh, dauert lange. Genau. Walter Crocs.
Dekubaum, großer Geist des Waldes der Crocs. Weil es gibt keinen anderen Weg, um hier reinzukommen, außer von da. Deswegen müssen wir da jetzt. Und wir aktivieren den Musan Kira Schrein. Den aktivieren wir aber auch nur. Wir gehen noch nicht rein. Ich will nur einen Teleportpunkt hierher haben. So, erstmal den Prinzessinnen-Enzian fotografieren. Prinzessinnen-Enzian, dies soll die Lieblingsblume der Prinzessin von Hyrule gewesen sein. Man hielt sie für ausgestorben, doch in den letzten Jahren wurden wieder ein paar Exemplare gefunden. So, haben wir da eine neue Blume? Nö, ist nur ein Schleichlöckchen. So, jetzt aber genug rumgespielt, wir müssen zum Dekubaum. Die Crocs bewegen sich nämlich alle auch nicht. So, dann wollen wir mal. Dekubaum-Abgrund. So, jetzt wird's sehr spannend. Das wird jetzt gleich auch nicht einfach. Genau deswegen. So, Funkelfrüchte. Ich weiß, dass wir welche haben. Die werden jetzt wichtig werden. Da. So, das erste Mal, dass wir gegen solche kämpfen müssen. Ups. Haben wir alle? Ja. Jetzt wird's heftig. Phantom Ganon. Es geht los. Der Kampf wird nicht einfach. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Weil ihr seht es, wir kommen kaum an ihn ran. Wegen dieser Scheiße hier. Und das Ausweichen ist nicht einfach gegen den. Oh, Vorsicht. Na, geht doch. So, nächste Waffe. Nee, nicht den Felsbrockenhammer, den Magmarockhammer. Na, komm, zeig, was du kannst. Oh, shit. Na, geht doch. So, jetzt. Oh, das war knapp. Gruselig. Nix ist keine Chance. Sehr gut. Ha, shit. Diesen Angriff hasse ich.
So, keine Chance. Ausgewichen, Bruder. Tja, diesmal hast du daneben gehauen. Scheiße, unser Magma-Rockhammer ist gerade zerbrochen. Na komm her. Das müsste es gewesen sein. Yes! Danke, dass du dieses Ding besiegt hast. Der Dekobaum wartet auch schon im Wald der Crocs auf dich. Miasma-Schwert, schmales Schwert, dem Unheil anhaftet. Angeblich ist jeder, der es berührt, verdammt. Sein Miasma zieht auch den Nutzer mit der Zeit immer mehr in Mitleidenschaft. Bogen des Dämonenkönigs. Vom Dämonenkönig hochgeschätzter Bogen, der die Macht seines Trägers widerspiegelt. Je höher die Maximalanzahl deiner Herzen, desto höher ist seine Angriffskraft. Da der Bogen ist im Moment eher useless, deswegen machen wir nur ein Foto davon. So, weil unsere Herzen sind halt schwach, deswegen. Genauso wie ich erstmal das hier noch kurz ablegen möchte, weil ich es fotografieren will. So, Miasma-Schwert. Das sollten wir nur im äußersten Notfall einsetzen. Wir nehmen es jetzt erstmal mit. Wir werden es bei Zeiten wegwerfen. Weil so viele Herzen haben wir noch nicht, als dass wir uns das leisten können, mit Miasma hier rumzuspielen. Der Dekobaum wartet oben schon. Ja, nee, ist klar, Alter. Dann einmal nach oben. Endlich mal wieder ein bisschen was Spannendes in den Parts. Jetzt nach, keine Ahnung, geschlagen in fast 15 Parts nur Wurzeln sammeln. So, und von hier aus geht es dann hoch. Los geht's. Sehr schön. Ich brauche neue Funkelfrüchte, Brudi, aber ich glaube, ich habe keine Rubine, ne? Das sind Leuchtsamen. Kann ich irgendwas bei dir verkaufen? Ich glaube aber, ich habe nichts zum Verkaufen, weil wir ja nicht sammeln waren. Doch, ich habe einen Rhodonit und Bernsteine. Behalten wir aber noch. So, dann gehen wir mal raus. Wir kriegen jetzt eine Cutscene, glaube ich. Achso, wir müssen hochgehen, ne? Stimmt, da war was. Genau hier hoch. Oh, wer ist dort? Verzeih mir, ich hatte wohl gerade einen bösen Traum. Bist du es, der diese schändliche Macht zurückgeschlagen hat, die sich in mir eingenistet hatte? Da hast du mir einen großen Dienst erwiesen, denn nur durch dich habe ich mein Bewusstsein zurückerlangt. Ich danke dir. Du, wir haben uns lange nicht gesehen. Ist es dir wohlergangen? Das letzte Mal sahen wir uns, wann war es? Ach ja, als du mit der Hohepriesterin zu mir kamst, um das Masterschwert zu holen. Ah, ich grüße euch, Hohepriesterin von Hyrule. Und Link, Träger des Masterschwertes. Seine Klinge hat ihre Kraft vollständig zurückerlangt. Zieh es heraus, Link, wie du es einst tatest.
Wir danken euch von Herzen, Dekobaum. Ihr braucht mir nicht zu danken. Ich habe keinen Beitrag dazu geleistet. Es heilt sich ganz von selbst, auch wenn es noch so schwer beschädigt ist. Es braucht nur etwas Zeit. Dann bleibt keine Schramme zurück. Es vermag sogar noch mehr. Seine Macht vergrößert sich noch, wenn es von einer geheiligten Kraft durchflossen wird. Und je stärker jene Kraft ist, desto stärker wird das Schwert. Diese Klinge soll einst von Göttinnenhand erschaffen worden sein. So erklärt sich dieses Wunder. Das heißt, es kann noch stärker werden? Das Masterschwert. Die Macht des Masterschwerts. Link erhält das Masterschwert zurück, nachdem es in den verlorenen Wäldern wieder an Kraft gewonnen hatte. Prinzessin Zelda ist überrascht und beeindruckt, als der Dekobaum ihr erzählt, dass das Masterschwert durch eine heilige Kraft noch stärker werden könnte. Das war auch die erste Cutscene, die wir eigentlich freischalten mussten. Das war sehr gut, dass wir das jetzt doch gemacht haben. Oh doch, ich sehe, du führst das Schwert nicht mehr mit dir. Sage mir, was ist mit dem Masterschwert geschehen? Wie? Du weißt selbst nicht, wo sich das Masterschwert zurzeit befindet? Ich verstehe, doch wisse, das Masterschwert wurde nicht zerstört. Nein, ich kann seine Präsenz noch immer spüren. Es ist hier. Hoch oben im Himmel, dort spüre ich ganz deutlich die Präsenz des Masterschwertes. Doch was ist das? Das Masterschwert scheint sich zu bewegen. Es wird nicht einfach sein, diesen Ort zu erreichen, aber du musst es versuchen. Das Masterschwert wartet gewiss dort auf dich. Das verlorene Heldenschwert. Ja, das werden wir alles bei Zeiten tun. Gut, damit sind wir mit dem Dekobaum erstmal fertig und jetzt können wir tatsächlich als Quest das verlorene Heldenschwert machen und das bewegt sich. Lol. Wollen wir aber nicht. Wir haben jetzt noch im Untergrund ein paar Sachen zu tun, aber wir sind fast fertig. Das ist richtig geil. So, als erstes gehen wir erstmal nochmal hier hin. Endlich gab es aber wieder mal ein bisschen Action, ne, Leute? Nicht nur scheiß Wurzeln, aber wir machen den Untergrund jetzt fertig mit den Wurzeln und dann können wir im Untergrund einfach ein bisschen zu Fuß rumlaufen. Werden wir zwar nicht ganz, weil wir werden uns dann nur noch Monstercamp suchen und Sonanium farmen. Aber so im Grundsatz sind wir dann fast durch. Es gibt hier noch drei Wurzeln, glaube ich, jetzt. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wie viele wir noch sammeln müssen. Werden wir gleich erfahren. Weil eine Wurzel gibt es hier hinten in der Ecke irgendwo noch, die wir aktivieren müssen vorher, glaube ich. Wenn wir nämlich irgendwo hier hingehen, da muss irgendwo noch eine Wurzel sein. Ups, was habe ich denn gemacht? Genau, damit ich das auch genau sehen kann. So, und dann können wir auch jetzt das erste Jäger-Ding angehen. Weil die Jäger-Sachen können wir jetzt nämlich mitnehmen. Weil wir so gut wie fertig sind mit dem Untergrund. Mein Tipp an euch, wenn es um die Jägersachen geht, landet immer auf dem großen Pilz und ihr müsst nur die Leute killen, die diese Symbole da unten haben. Wie gesagt, das ist nicht allzu schwer. Da nehmt ihr euch einfach so ein Auge hier und schießt den einfach ab. Tschüss. Genau, dann verschwindet nämlich das Siegel und wir können uns das, was da drin ist, holen. Das ist meistens immer ein großer Sonau-Energiekristall und ein Bauplan. Genau, ein großer Sonau-Energiekristall. Und ein Jägerbauplan. Hier wird beschrieben, wie man Sonau-Bauteile und anderes Material zu etwas Neuem kombiniert. Nutze für Nachbauten die Bautomatik. Leuchtfloß.
Wir haben noch Tagebucheinträge. Die Erforschung dieses ganzen Gebiets sollte mehr oder weniger abgeschlossen sein, glaube ich. Zunächst schien die Höhle quasi endlos, fast wie die Oberfläche. Doch je mehr man reist, auf desto mehr Wände stößt man. Dieser Ort ist also mitnichten nach allen Seiten offen, sondern ist von Grenzen umschlossen. Die anderen Gebiete müssen ebenso gründlich erforscht werden. Sicher hilft dies auch Meister Koga bei seinen Plänen. Ruhm Koga! Oh, scheiß auf Koga, Alter. Um den werden wir uns zu gegebener Zeit auch noch kümmern. Und hoch! So, damit sind wir hier fertig und wir können weiter. So, jetzt wird es sehr interessant. Ich denke, wir müssen höher. Viel höher. Oh, shit. Mein Schiff hat, unser Motorrad hat das gerade so überlebt. Ich habe das gerade ein bisschen unterschätzt. Ich dachte, wir könnten da landen. Können wir leider nicht. Dann brauchen wir tatsächlich einen Leuchtsam, aber wir nehmen diesmal einen kleinen. Der müsste reichen. Und einmal runter. Ich würde die hier gerne mitnehmen. Auch wenn es nur zwei sind. Wir haben im letzten Kampf eine Menge Donnerblumen gebraucht. So, ja, das habe ich mir gedacht. Wir müssen viel, viel, viel höher. Die Frage ist halt nur, wie hoch. Oh, ernsthaft, Link, willst du mich jetzt verarschen, Alter? Und tschüss. Und wieder ganz unten. Sowas ist immer richtig geil, Alter. Da ist die wo. Ach so, okay. Da ist sie doch. Nice. Ich habe sogar fast richtig. Yo. Fast richtig markiert, Budi. Und umlenken, Vorsicht. So, dann haben wir es auch fast geschafft. Hoch mit uns. Hoch. Das war knapp. Asik-Utmak-Wurzel. Und da ist tatsächlich noch eine Wurzel, die wir uns vorher holen müssen. Ich hätte nicht gedacht, dass hier noch so viele Wurzeln sind. Gut, weil dann müssen wir noch hier hin. Also ist unser Abenteuer in der Wurzelwelt noch nicht vorbei. Komm ich ja, ich komm nicht vorbei, ne? Na gut, vergiss es. Keine Chance. Jetzt aber. Und schaffe ich das? Nein! Och, Link, Alter. Was stimmt manchmal mit dir nicht? Warum kannst du nicht schärfer lenken? Ach, hier kann man gar nicht rein, lol. Müssen wohl einen Ticken höher. Oder einen Ticken tiefer. Kannst du auch haben. Oh, Drache. Wo? Oh, Farodra. Wir könnten uns eine seiner Krallen schnappen. Oder seinen Zahn. Das mit der
Oh, Moment. Das mit der Kralle hat ja letztes Mal schon so gut funktioniert. Eldra-Klaue. Eine Klaue, die brennend heiß gewesen sein soll. An Waffen erhöht sie deren Angriffskraft erheblich, auch zum Kochen oder Verkaufen geeignet. Ist unser Schiff kaputt? Ich glaube ja, ne? Das ist schrottreif. Weil ich sehe es hier leider nirgendwo. Ich bin ja auch leider einfach abgesprungen, ich Mongo. Ja, das Ding dürfte nicht mehr existieren. Schade drum. Oh, ernsthaft, Alter. Oh, verpisst euch doch einfach. Hab richtig gar keinen Bock, gegen die zu kämpfen. Weil die mir nur auf den Sack gehen, diese Skelettviecher. Ja, tschüss, Brudis. Ach, das und das, das ist doch nice. Gefunden. Man muss einfach nur Glück haben. Tja, manchmal habe auch ich Glück, Leute. Manchmal. Und wir haben sogar noch diesmal eine Eldra-Klaue gekriegt. Nicht Farodra, sondern Eldra. Das ist gut. So, dann wollen wir uns mal auf den Weg machen. Ich wollte eigentlich aber erstmal gucken, ob wir da noch was kriegen, damit wir das abhaken können. So, hier geht es schon mal nicht rein. Das heißt, es müsste einen Weg weiter oben geben, um reinzukommen. Genau, da sehe ich den Eingang. Vorsicht. Oh, shit, ja. Das wird jetzt geil werden. Die Frage ist halt jetzt, wie viele Donnerblumen wir hier verbrauchen werden. Gar nicht so viele, okay. Geht aber noch weiter, genau, das habe ich mir gedacht. Okay. Drei Donnerblumen wieder gekriegt. Und ich hab's doch gesagt, man, ihr kriegt zwar drei Donnerblumen, den rostigen Zweihänder brauchen wir nicht. Kann man wegwerfen. Der ist useless. Da gibt's hier unten viel, viel bessere Waffen. Also der ist halt nur gut, wenn ihr keine Bomben mehr habt, damit ihr euch hier durchprügeln könnt. Perfekt. Sogar ein Saphir. Oh, shit. Haus der Knochen in Akala. Wichser, Alter. Oh, shit. So, der ist down. Der ist down. Der ist down, dankeschön. Oh, da lebt ja noch einer. Ja, sehr gut. Furchtbar. So, jetzt eine Waffe ausrüsten. Weil jetzt wird es spannend. Können wir den direkt angreifen? Nee, leider nicht. Ach, shit, da lebt noch einer. Ah, jetzt nicht mehr. So, jetzt kommt der Stahl-Hinox. Okay.
Okay. Sehr gut. Okay. Oh shit. Das war's. Tja, das wird auch das letzte sein, was wir jetzt im Part machen. Sehr gut. Stahlhinoxhorn. Stahlhinoxhorn. Das Horn hat offensichtlich schon manchen Schädel durchbohrt. Befestige es an einer Waffe oder um die Angriffskraft extrem zu erhöhen oder verkoche es mit Kleingetier zur Medizin. So, mal gucken, was es hier gibt. Ich bin gespannt. Ich habe das nämlich komplett vergessen. Das Beak-Goron-Schwert. Ein Meisterschmied der Goron schuf dieses außerordentlich scharfe Schwert für einen Helden, der durch die Zeit reiste. Schade, dass wir dieses Ding niemals benutzen werden. Dafür sind diese Waffen halt einfach zu schade. Und das ist auch der große Nachteil am das Waffen-Kaputt-Gehen-System. Solche Waffen fühlen sich halt einfach richtig hart verschwendet an. Und das wird sich auch nicht ändern. Deswegen würde ich dieses Ding niemals benutzen. So, dann gehe ich aber mal zurück zur Wurzel. Und hier werden wir dann speichern. Ich wurde ja einmal getroffen, leider. Gut. Leute, ich werde den Part an der Stelle beenden. Wir haben Phantomgarnon besiegt und im nächsten Part werden wir uns um die letzten Wurzeln kümmern und dann nur noch Sonanium erstmal sammeln. Wird spaßig. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr The Legend of Zelda Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann.